Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge von City Skylines. Ja, wir waren hier gerade stehen geblieben und haben uns mal die Verkehrssituation angeschaut. Und ja, es sieht nicht schön aus. Nächster Plan. Dieses Gebiet vom Verkehr her sieht ja nicht so toll aus. Ich werde hier jetzt, sofern die Möglichkeiten mir das von der finanziellen Seite her geben, weiteres Gebiet starten, und zwar werden wir das, den Platz so gut es geht ausnutzen. Ich werde mal in einem etwas höheren Abstand, ich nutze die anderen Industriestraßen auch von vornherein. Wir nehmen mal die Vorgaben hier. Das ist, glaube ich, vom Abstand ganz gut. So. Ja. So. Jetzt muss ich nur mal gucken. Oh. Wir haben ja ziemlich viele Ranches und es ist sehr interessant, dass hier überall so Ansatzpunkte für Straßen sind. Naja, gut. So, also. Das ist ein Feld. Ich werde hier jetzt ein ziemlich großes. Also, ich werde hier solche Parzellen will ich kreieren gerade. Aber vier an einem Stück. Ich möchte das verlagern. Und zwar, das ist nämlich das Schöne an diesem System jetzt, man kann hier diese Felder versetzen. Das gefällt mir sehr gut. Oh, okay, sofern man das Industriegebiet natürlich ausbaut. Okay, alles klar, sorry. Also, so. Ach, was soll der Geiz? Es soll ja sowieso alles Industriegebiet werden. Hübsch können wir es immer noch machen. So. 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 Anpassen kann ich das dann immer noch. So. Okay. Jetzt aber. Feldparzellen. Denn ich möchte natürlich, ich habe ja schon Interesse daran, dass die Produktion sich steigert und dass wir mehr Profit von dem hier bekommen. Da ist es, da. Ja, das möchte ich erhöhen. Mindestens auf das Doppelte. Und deswegen werde ich jetzt, ich werde dieses hier nach da verlagern, dieses dann abreißen und spiegeln quasi nach unten noch mal. Also wir lassen das jetzt mal alles hierher ziehen. Da. Und dann sehe ich ja zum Beispiel schon mal, acht Felder. So. Das müsste eigentlich passen so. Mal gucken, wie viele Felder ich so an dieser Reihe anknüpfen kann. Was hat er? Das ist ärgerlich. Also, den setzen wir mal hier hin. Das setzen wir mal hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt
hier hin. Das kommt hier hin. So, hier ist also Schluss. Das lassen wir einfach mal so erstmal. Das wird sich sowieso nur ändern. Dann fangen wir mal mit der nächsten Seite an. Das ist dann dieses hier. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das ist ein großes Feld. Da. So. Gut, nächste. Da. Es ist jetzt natürlich die Frage, es fehlt ein Käufer nach außen hin zum Export? Oder fehlt einfach ein Verkäufer in der verarbeitenden Industrie? Ne? Das ist natürlich jetzt auch noch die Frage. Das war eine Arztpraxis. Die werden wir just mal... Da passt du nicht hin. Da werden wir es mal hinversetzen. Denn ich brauche wirklich den... Oh nein. Nein. So. Na gut, okay. Nee, das ist alles, alles gut. So. Die reißen wir mal ab. Die reißen wir ab. Dann kommen nämlich hier jetzt diese verarbeitenden Betriebe hin. Hatte ich mir vorgestellt. Ich baue einfach mal einen neuen Betrieb. Und zwar wieder den hier. Nee, Quatsch, hier. Oh, ich kann nur eine. Also liegt es daran auch gar nicht. Okay. Was ist das hier? Limonadenfabrik. Ach so, das zerstört natürlich alle meine Träume. aber trotzdem, wir packen die mal hier hin. Die Mühle machen wir mal hier hin. Die kommt da oben drüber. So. Das Industriegebiet weite ich noch mal ein bisschen aus. So. Gut. Jetzt so eine gute Entscheidung war. Also Getreide haben wir. Das sind noch mal zwei.
Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen, und zwar Agrar hier noch mal. Eins, zwei, drei. Und auf der anderen Seite entsprechend auch noch mal im Abstand. So, da. Ja. Da hoch. So. Industrie, großes Feld. Und hier auch noch mal so entsprechend. Dann haben wir ein bisschen vergrößert die Ackerfläche. Da. Das soll es dann gewesen sein. Und dann machen wir die hier, nämlich die kommt weg. Halt. Kann ich die nicht verkaufen? Ach so, nur abreißen, ne? Ja. Das sind die Viehställe. Das wollte ich nämlich jetzt hier neben machen. Eine Reihe mit Viehställen. Erstmal nur eine. Hatten die auch 8 im Abstand? Mal gucken. Viehstall. So. Dann auf der anderen Seite noch mal. Ja, das kommt ja jetzt, die Rohstoffe, hoffe ich. Da machen wir alles mal. Ich mache alles auf Weizen. Erstmal Weizen, Weizen. So. So, die müssten jetzt langsam die Rohstoffe bekommen. Und die zwei setze ich dann noch mit hier hin. Und da, okay. Das ist das Bauernhof Hauptgebäude. Recyclingzentrum, Recyclingzentrum. Das ist normale Industrie. Ich wollte noch. Oh. Wow. Sehr schön. Große Silos, Lebensmittelfabrik haben wir auch. Na, mal gucken. Da man ja alles nur einmal bauen kann. Nee, Quatsch, da. Getreidemühle. Ich wollte diese. Da wollte ich gucken. Landarbeiterunterkünfte. Genau, das wollte ich gucken.
noch mal einhängen erstmal. Da haben wir, glaube ich, nämlich noch keine von. So. Ich ziehe mal die Straße oben durch. Das kommt wahrscheinlich jetzt wegen der ganzen Umzieherei und so. Na, geh weg. So. Nutzpflanzen. Das ist ein kleines Lagerhaus, was wir gebaut haben. Das setzen wir auch mal in die Nähe von denen hier. Machen wir mal gegenüber. So. Geht ja jetzt auch ein bisschen um diesen Platz freizuräumen. Die normale Industrie erhalte ich allerdings auch, um mir so ein bisschen was zu sichern an Einnahmen. Und um nicht ganz auf dem Trockenen zu stehen, finanziell halt. Ne? Baue noch mal ein bisschen mehr Landwirtschaft. Ich meine Ställe. Melkstand. Das machen wir noch nicht. Viehstall will ich noch mal. So. Ach, also ist das doch abhängig von dem Untergrund. Das ist interessant zu wissen. Gut. Ja, dann, also ich muss meine Strategien noch mal so ein bisschen umdenken. Denn das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das macht ja nichts. Dafür mache ich das ja hier dann so experimentmäßig. Ja, da die Folge gleich zu Ende ist, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, dass ihr hergefunden habt zu dieser Folge. Und verabschiede mich für dieses Mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter. Und ich werde mir mal überlegen, wie ich jetzt weitergehe. Vielleicht kaufe ich auch mal ein Stück Land mehr für die Stadt. Ja, bis dahin erstmal. Tschüss und schönen Sonntag.